habe in letzter Zeit so seltsame Gedanken. Ist das jetzt nur ein Traum oder nicht? Hast du mich erschreckt, Kairi? Sora, du Faultier. War klar, dass ich dich hier unten bei deinem Nickerchen finde. Nein, mich hat so ein schwarzes Ding verschluckt. Ich bekam keine Luft. Au! Träumst du immer noch? Das war kein Traum. Oder doch? Keine Ahnung. Was war das für ein Ort? So merkwürdig. Ja, klar. Sag, Kairi, wie war deine Heimatstadt so, wo du aufgewachsen bist? Ich hab doch gesagt, ich erinnere mich nicht. An gar nichts? An gar nichts. Willst du mal zurück? Naja, ich bin hier ganz gern. Ach so. Aber weißt du, ich würde sie schon gerne mal sehen. Ich würde sie auch gerne sehen. Und all die anderen Welten da draußen. Ich will sie alle sehen. Worauf warten wir denn noch? Hey! Und ich werde hier vergessen, oder was? Tja, so wie es aussieht, darf ich das Floß wohl alleine bauen. Und du bist genauso faul wie er. Blitzmerker. Okay, wir machen das zusammen. Um die Wette. Was? Soll das ein Witz sein? Fertig? Los! Hey, was geht ab? Alles klar? Gewonnen! Ey, Mann, das hat wehgetan. Ah, die Brise tut gut. Nächstes Mal hast du mehr Glück. Oh, jetzt habe ich wirklich verloren. Hey, Sora, alles klar bei dir? Hast du echt gedacht, du kannst mich besiegen? Oh Mann, heute bin ich nicht gut drauf. Und irgendwo da draußen ist also Kairis Zuhause. Schon möglich. Aber hier erfahren wir das nie. Aber kommen wir mit einem Floß so weit? Wer weiß. Wenn's nicht klappt, denken wir uns was anderes aus. Und wenn du denn in einer anderen Welt bist, was wirst du denn da machen? Hab ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. Irgendwie habe ich mich immer gefragt, warum sind wir hier auf dieser Insel? Wenn es da draußen noch andere Welten gibt. Warum sind wir dann in der hier gelandet? Und mal angenommen, es gibt andere Welten. Dann ist unsere nur ein kleiner Teil von etwas viel Größerem. Eigentlich hätten wir doch überall landen können. Ist doch so, oder? Ich weiß nicht. Na eben. Deshalb müssen wir jetzt los und es herausfinden. Hier rumzusitzen bringt nichts. Ist immer nur das Gleiche. Deshalb gehen wir. Hast viel nachgedacht in letzter Zeit, oder? Dank dir. Wenn du nicht gekommen wärst, dann wäre mir sowas bestimmt niemals eingefallen. Kairi, danke. Keine Ursache. Sora! Du wolltest doch eine, oder? Eine Papu-Frucht. Wenn zwei Leute sich eine teilen, verknüpfen sich ihre Schicksale. Einer wird zum Teil des anderen. Egal, was passiert.
Komm, ich weiß, du willst es probieren. Was redest du? Das ist schön, was sagst du zu? Was? Wasch auf, Kofi! Wasch auf! Es ist furchtbar! Hallo, Donald! Guten Morgen! Wir haben ein Problem, Kofi, aber so, das ist weiter! Oh, Königin Minnie? Nicht mal ihr! Daisy? Ah, es ist daheim! Oh, guten Morgen, meine Damen! Was? Tides und ich, wir gehen heute auf eine kleine Erkundungstour. Du weißt schon, zu diesem geheimen Ort, der hinter dem Riesenbaum ist. Irgendwas muss da doch sein. Huh? Oh, yeah! Hast in letzter Zeit ganz schön trainiert, ha? Huh? Hey, Sora, hast du schon mal von der geheimnisvollen Kraft der Papu-Frucht gehört? Es heißt, wenn du sie mit jemandem teilst, den du sehr, sehr gerne hast, dann verbindet einen das für immer und ewig, für alle Zeit. Das ist so romantisch. Muss ich irgendwann mal probieren. Was? War das alles? Hast Glück gehabt. Hast ein paar Muckis mehr, hä? Aber noch keine Chance gegen Rico. Letztes Mal waren wir zu dritt gegen ihn und er hat uns alle fertig gemacht. Tja, Kairi kann wohl immer auf ihn zählen. Keine Konkurrenz. Oh Mann, was soll denn das? Nicht dein Tag heute, hä? Hey, das gibt's doch nicht. Gewinne ich? Bin ich Captain. Wenn du gewinnst? Dann teile ich mir eine Papu mit Kairi. Hä? Huh? Abgemacht. Der Sieger teilt sich eine Papu-Frucht mit Kairi. Warte mal. Okay, Jungs, auf mein Kommando. Ich wollte mir die Tür zu dieser Welt ansehen. Hä? Huh? Diese Welt ist verbunden worden. Wovon reden Sie da?
verbunden mit der Dunkelheit. Sie wird sich bald gänzlich verfinstern. Wer immer Sie sind, hören Sie auf, mir so eine Panik zu machen. Hä? Wo sind Sie hergekommen? Von jenseits der Tür, einem Ort, den du nicht kennst. Aus einer anderen Welt also? Du begreifst noch überhaupt nichts. Du weißt noch so wenig. Ach nein? Warten Sie's ab. Ich werde schon noch rauskriegen, was da draußen abgeht. Eine sinnlose Unternehmung. Wer nichts weiß, der kann auch nichts verstehen. Du weißt, Rico hat sich verändert. Wie meinst du das? Tja. Alles okay? Sora, wir nehmen uns das bloß und hauen ab. Nur wir beide. Hä? War nur ein Scherz. Was ist denn in dich gefahren? Du bist diejenige, die sich verändert hat. Vielleicht. Zuerst hatte ich ein bisschen Angst davor. Aber jetzt bin ich bereit. Egal, wohin ich gehe oder was ich sehe. Ich weiß, ich kann jederzeit hierher zurück. Stimmt's? Ja, na klar. Das ist gut. Sora, bleib immer, wie du bist. Hä? Ich kann's kaum erwarten, dort raus zu segeln. Das wird genial. Liebe Güte, was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass wir dem König vertrauen müssen. Donnerwetter, ich hoffe, ihm ist nichts passiert. Eure Hoheit, keine Angst. Wir finden den König und diese Schlüssel. Ich danke euch, euch beiden. Jesse, pass bitte auf sie. Natürlich. Und passt auf euch auf, ihr beiden. Ach ja, und als Chronist eurer Reise wird er euch begleiten. Hier drüben! Ich heiße Grille, Jiminy Grille, zu euren Diensten. Wir hoffen, dass ihr gesund zurückkommt. Bitte helft dem König. Absolut. Donnerwetter, Jiminy. Deine Welt ist auch verschwunden. Es war schrecklich. Wir wurden alle getrennt. Anscheinend bin ich der Einzige, der sich in dieses Schloss retten konnte. Oh, klar. Du meinst, wenn wir in einer anderen Welt sind, dürfen wir nicht verraten, woher wir sind. Hm? Wir müssen die Weltordner verteidigen. Genau, die Weltordnung. Tja, schätze, wir brauchen neue Klamotten, wenn wir da sind. Hm? Thank you.
Ich kann's kaum erwarten, dort raus zu segeln. Das wird genial! Ein Sturm? Oh nein, das Floß! Sora, Essen ist fertig, komm runter! Sora? Das? Ricos Boot und Kairis. Wo ist Kairi? Ich dachte, sie wäre bei dir. Die Tür hat sich geöffnet. Was? Die Tür ist offen, Sora. Wir können jetzt in die Außenwelt. Was redest du da? Wir müssen Kairi finden. Kairi kommt mit uns. Gehen wir einmal durch. Kann es sein, dass es für immer ist. Vielleicht sehen wir unsere Eltern nie wieder. Und es gibt kein Zurück. Es könnte unsere einzige Chance sein. Angst darf uns nicht abhalten. Ich fürchte die Dunkelheit nicht. Riku? Sora.